Und für mich ist es immer wieder eine Erlaubnis. Kann ich mir erlauben, die Sorgen abzugeben? Kann ich mir das erlauben? Ganz vernünftige Betrachtung, ne? So, was ist der praktische Nutzen von Sorge? Also, was bringt es wirklich? So, durch Sorge passiert da irgendwas, was Gefahr abwendet? Was tatsächliche Gefahr abwendet? Oder wird da jemandem wirklich geholfen? Weil, oder welche Probleme habe ich übersehen, indem ich mich nicht gesorgt habe? Und habe sie somit gar nicht wirklich gemacht. Weißt du, so manch einer mag in der Situation eines anderen sich totale Sorgen machen, der weiß aber gar nichts, dass der irgendwelche Probleme hat, der lebt einfach. Ja, das, weißt du, was ich meine? Nee? Also sagen wir, jemand hat nicht viel Geld und für den ist das kein Problem. Ja, genau. Weißt du, und es ist einfach so, er ist sowieso alles da, was er braucht oder was er gerade im Moment für Bedürfnisse hat. Und ein anderer würde sagen, wow, sobald ich unter 100.000 Euro auf dem Konto habe, habe ich echt Panik. Oder unter 1 Million oder unter 1 Milliarde. So, der würde es ganz anders einstufen. Und so, was ist dem, der wenig Geld hat, wem ist dem geholfen, indem er sich Sorgen macht? Ja. Wenn sowieso alles läuft, sozusagen. Also ich muss ja richtig ein Problem hernehmen und definieren und sagen, was es ist, um mir Sorgen machen zu können. Genau wissend, dass ich eigentlich keine Ahnung habe, Dass du gar nicht weißt, was dein was Problem mein Problem ist. überhaupt ist. Ich lege das einfach nur auf irgendwas rauf. Eigentlich ist es so. Wir sind genau da, wir wissen es ja, dass es eigentlich willkürlich ist, welches Problem ich ranziehe, ne? Um mir Sorgen zu machen. Es ist wirklich die Leidenschaft, so, sich Sorgen zu machen. Und dann brauche ich halt meine Welt, so ungefähr. Und dann gibt es noch so ein bisschen diese Idee, kann ich finden. Naja, wenn ich mir keine Sorgen um die Erziehung meines Sohnes mache, dann lasse ich es schludern. Sozusagen, die Idee gibt es noch, wenn ich nicht. Aber was ist denn das für ein Motivator? Also, die Motivator ist, mein Sohn ist hilflos und ausgeliefert, also muss ich was machen, muss ich mir Sorgen machen, damit ich es Damit verbessere. ich weiß, was besser ist. Ja, und das bedeutet doch, ja, das ist die Basis ist, Gott ist grausam, ne? Leben Oder? ist grausam, ja, Leben ist genau. grausam. Und Es braucht mal einen Eingriff, damit es nicht so grausam wird. ja. Ja. Will ich das so? Und Nee, das ist, da ne? steckt ja eine Grundannahme dahinter. Ne? Ist ja wirklich eine Grundannahme von Schuld und eigentlich unvermeidbarer Schuld und Verderben oder schnelleres Verderben. Verderben kommt ja sowieso, wir sterben ja sowieso als Körper, wenn ich mich so identifiziere. Aber es wird Schlimmeres sterben, wenn ich mir keine Sorgen mache. Genau. Und natürlich ist es keine Einladung darin, sich nicht die Dinge anzugucken, die anstehen. Ne? Aber Jesus sagt ja im Textbuch, du brauchst weder sorglos zu sein, noch dir Sorgen machen. Einfach in allem, was auftaucht, einfach um Hilfe bitten. Und Ja, verlass dich auf meine wunderbar. Stärke. Und so, weißt du? So, fertig, okay. Oh, wie schön, ne? Ich brauche weder sorglos zu sein, noch mir Sorgen zu machen, ne? Oh, wie schön, ja, Und da das. liegt ja auch das ganze Wunder, ne? So, mein Sohn lernt ja gerade Dänisch oder ist im dänischen Kindergarten und muss innerhalb von 9 Monaten so einen Grundstock an dänischem Verständnis haben. Und ich habe gedacht, naja, das wird schon so, ne? Und die Kindergärtnerin oder die Schulleitung hat gesagt, ne, das ist aber sportlich, ne, was wir vorhaben, da müssen sie schon gucken. Und gesagt, okay, ich muss gucken, Jesus, ich muss gucken, was muss ich gucken? Worauf muss ich Okay. gucken? Muss ich mir Sorgen machen? Also, nee, aber ich soll fragen, was geht. So, ne? Ich frage, okay, wie macht man das denn? Ne? So, ja, leihen sich ein paar Bücher aus der Bibliothek aus und so weiter und sprechen Sie ein bisschen Dänisch mit ihm oder hören sich was Dänisches an. Ach so, okay. Da ist ja nirgendwo eine Sorge. Es ist ja einfach nur, ah, ich kann mich selber weiter erforschen und mein Erwachen, meine Unschuld, mein Licht in andere Bereiche meiner Matrix leuchten lassen, indem ich mir dänische Bücher ausleihe und meine dänisch sprechenden Brüder treffe. Aber das ist natürlich Wieder wirklich mal kein Problem, wieder mal kein sozusagen. Problem. Und das Problem wäre wirklich, wenn ich irgendwo diese Sorge hinstecke, weil dann haben wir nämlich Stress. Dann müssen wir zusehen, dann muss da
müssen wir täglich Vokabeln lernen und dann muss er und dann baut sich Druck für alle auf, fürs Gesamtsystem und da ist alle Freude dann raus, ne? Alle Freude, alle ja, Freude. Vor allem, wenn das Ziel dann verschwommen wird. Also dann geht es irgendwie darum, dass er reinpasst, dass er, weiß ich nicht, irgendwelche Ziele hat, die relativ, wie nennt man das, frustrierend sind, also in die Gesellschaft passen zum Beispiel, ist ein frustrierendes Ziel irgendwie. Ne? Ja. So, und also ich bin gerade noch nicht richtig, ich muss mich erstmal anpassen, damit ich irgendwie richtig werde. Genau. Für etwas, was ich noch gar nicht kenne. Und da so zu finden, ey, das kann alles gar nicht sein. Und es geht doch nur darum, ich mag ja mal gerne den Begriff Spaß, aber viele finden ihn ja oberflächlich. Oder die Frage ist ja, was ist denn reinpassen? Ne? Also wer gibt vor, was wo rein? Wie passe ich denn? Wer gibt vor, wann ich passe? So, ab welchem Punkt passe ich zu irgendwas? Passe ich ins Leben? Passe ich in die Wirklichkeit? Passe ich in die Gesellschaft? Passe ich in irgendein Konstrukt? Aber wenn Leben Leben ist, dann passe ich immer, weil ich lebe. Genau, wenn ich meine Bilder weglege, meine Klischees, meine Ideale, was eine gute Familie oder so ist oder sowas, wenn ich die weglege, dann kann ich auch nirgendwo mehr reinpassen oder herausfallen. Genau. Ne? Dann ist er das ist, und dann merke ich, es ist wirklich nur mein eigener Ausschluss, den ich vornehme. Ne? Mm. Dass ich mich von irgendwas abgrenze oder sage, ich bin noch nicht da oder ich wurde schon abgelehnt. Ja, und aber das ist meine eigene Idee. Und das ist wirklich grenzenlos. Ja? Also du kannst in jede Richtung gehen und es wird immer, also es gibt keinen Stopp dazu. Es gibt nicht, das ist jetzt aber gesellschaftlich absolut niedrigstes Level. Ne? Mhm. So, denn Gesen hatte vorhin gemeint, der Begriff Armut, sie hat jemanden beobachtet, wie er sich schamhaft Kippen aus dem Mülleimer geholt hat. Und das kann ich total nachvollziehen. Das ist irgendwie eklig, unhygienisch, erbärmlich und das ist das Symbol der Armut vielleicht. Ne? Mhm. Aber dann kenne ich Leute oder sowas, Leute, die aus reiner Provokation zum Beispiel eine Kippe aufheben oder sowas. Und das ist ein ganz anderer Parameter, also ein ganz anderes Setting. Also es stimmt nicht ganz, also ein Setting ist das falsche Wort, aber eine ganz andere Association, andere Verbindung, andere. Es ist, also ich will damit nur sagen, es gibt kein Bild, mit dem du gerechtfertigt bist, irgendetwas aufrechtzuhalten. Irgendein Urteil, irgendein Also so, oder? Und das konnte ich in dem Fall so klar sehen, weil ich halt wirklich, ich kann Gesa nicht da stehen lassen. Ja, stimmt. Das ist der Inbegriff von Armut. So. Den gibt es nicht. Ja. Es gibt nicht den Inbegriff von Armut. So. Und das Interessante ist, und ich erfahre das an mir selber, ich wache morgens auf und sehe, okay, als Körperidentität oder als Bild Andreas, als kleines Ich, merke ich sofort die Bedeutungslosigkeit meines Hierseins. Und ich suche nach Bildern, wer ich denn stabil heute sein kann, wer bin ich denn jetzt, so wie jetzt, wenn ich mir Klamotten aussuche. Gut, ja. Und ich merke aber, ich habe schon den Verrat im Inneren gesehen und wähle irgendwie so eine Pseudolösung, irgendwen abzugeben. Weißt du, wo passe ich rein, wer bin ich heute, wie will ich mich darstellen oder welchen Halt finde ich im Inneren, um mir glaubhaft zu versichern, ich bin okay und nicht schuldig und nicht bedeutungslos. Aber es ist immer, wenn ich mich mit Schuld oder mit Körper identifiziere, wähle ich immer irgendein Bild aus vielen Bildern und das ist immer eine Idee von Begrenzung und von Schuld. Ne? Und dieses Opfer sollen wir heute bringen. So, das war unser Warm-up. Genau. 11 Minuten, 10 Minuten. Aber es ist schön. Also dieses Opfer dieser Klamotten, die ich meine, anziehen zu müssen. Ja. Und ich meine, ich sehe keinen Weg drumherum. Jeden Morgen wache ich so halb depressiv auf irgendwie und denke mir so, welche Klamotte ziehe ich mir an? Und das ist mir, dieser Akt ist mir noch nicht mal bewusst. Aber genau den mache ich doch. Ich ziehe eine Klamotte an. Mhm. Und das ist das Opfer, ja. Das ist das, was ich mal anbieten könnte. Dieses Opfer wird von mir gefordert, tu das nicht, ne? Ja, genau. Schuck doch mal, was passiert, wenn du keine Klamotte anziehst, so von all den... Wenn du wirklich sagst, okay, ich habe nichts, was ich vorweisen kann. Ja. Ich habe nichts, was ich präsentieren kann.
weil ich bin. Genau. Ich bin hier und es muss gut sein. Ja, ich habe keine Follower auf meinem YouTube-Kanal. Ja. Und selbst wenn, das ist ja das Coole, wenn man auch, meinte Jim Carrey ja auch, ne? Ich wünsche jedem, dass jeder mal berühmt und erfolgreich wird, um zu sehen, dass das nicht die Lösung ist. Ja, genau, ne? Jim Carrey, ja. So, und du kannst irgendwie, keine Ahnung, 100 Millionen Follower haben und total gestresst sein und depressiv und alles, weißt du, weil du dich ja daran gebunden hast, vielleicht auch nicht, vielleicht bist du auch total cool mit 100 Millionen Followern, die du ja hast als Christus, du hast ja sogar Milliarden Follower als Christus. 7 Milliarden oder 8 mittlerweile. Ja. Und einfach nur sehen, ey, ich kann eigentlich nur in totalem Frieden mit allem sein. Das ist die einzige Art, wie ich überhaupt mit irgendwem sein kann. Ja, wie schön, dass die Form nicht wahr ist. Ne? Ja, aber jetzt. Jetzt, okay. 323. Ich bringe freudig das Opfer der Angst. Hier ist das einzige, vielleicht lese ich das und du wirst. Ja? Hier ist das einzige Opfer, das du von deinem geliebten Sohn erbittest. Du bittest ihn, alles Leiden, jedes Empfinden von Verlust und Traurigkeit, jede Angst und jeden Zweifel aufzugeben und deine Liebe, die ihn von Schmerzen heilt und ihm deine eigene ewige Freude gibt, uneingeschränkt in sein Bewusstsein strömen zu lassen. Solcher Art ist das Opfer, das du von mir erbittest, und das ist eines, das ich freudig bringe. Der einzige Preis für die Wiederherstellung der Erinnerung an dich in mir, für der Welt Erlösung. Und es ist wirklich einfach nur ein Bewusstwerden, okay, ich denke Gedanken, die ich ohne diese Freude denke, und dieses Opfer soll ich bringen. Das Freudlose aufzugeben, das Sorgenvolle aufzugeben, das Schuldvolle, Schambehaftete, die Panik aufzugeben und der zu sein, der ich in Wahrheit bin, der wir alle in Wahrheit sind. Wir sind keine Körper, ne? Wir sind keine Körper, wir sind nicht begrenzt und wir sind keine elenden Sünder, die Buße tun müssen, um dann doch nicht würdig zu werden. Letzten Endes, sondern vielleicht ein Stückchen Gnade irgendwo zu erarbeiten, Krümel, Wohlwollen. Ja, und da will ich mal auch noch da so die ganze christliche Idee noch kurz mit rein einladen. Also das, was wir mit dem Kurs machen, ist eine leicht, irgendwo auch eine ganz leichtfüßige Geschichte. Also wie du immer sagst, durchflutschen oder so, es gibt, egal, du hast manchmal so tolle Begriffe, aber du musst nicht damit im Konflikt sein mit der Welt, ne? Wo es irgendwelche Körper gibt, wo es Religionen gibt, wo es Regeln gibt oder sowas, ja. Oder wo es dann die verschiedenen Philosophien, christliche und nahöstliche und was weiß ich so, sondern du kannst einfach sehen, okay, was bedeutet es für mich, sich Sorgen aufrechtzuerhalten und was bedeutet es für mich, an denen vorbeizugehen. Und darin ist alles enthalten. Das heißt nicht, dass du was manche Christen am, also das heißt nicht, dass du irgendwas hier in Frage stellen brauchst. Also du musst nicht irgendwie, was weiß ich, die Liebe glaubt alle Dinge so. Also so, du musst nicht im Krieg sein mit irgendeinem Konzept hier. Oder die Liebe entziehen jemanden, der vielleicht, noch an christlichen Schuldideen festhält oder sowas. Ja, also so... Ich muss da gerade, egal, ich will nicht zu weit ausholen. Ich will einfach nur sagen, es ist was ganz anderes. Es ist für dich, es ist ein Selbststudium. Du machst es in deinem Geist mit dir und Gott, ja. Und eigentlich lehrst du den Kurs niemanden, natürlich nicht. Du schaust selber nur rein, wie du das anwenden kannst, ne? Du suchst deinen Bruder, die Liebe zu deinen Nächsten, zu deiner Familie, wie auch immer sie erscheinen. Und wenn du nicht weiter weißt, dann liest du mal hier bei diesem Nachschlagewerk, nach diesem Rezeptbuch, wie das eigentlich geht, so. Für dich, ne? Nicht für die anderen. Also das, ja. Genau. Ja, und da sprichst du was ganz Tolles an, weil das ist ja eigentlich auch die Freiheit, ne? Dass man wirklich merkt, hey, ich habe die Welt in meinem Zweifel gehalten und jeden Beteiligten da drinne. Und es braucht niemanden, der irgendwas anders macht. Es ist nur, dass ich meine Finger aus dieser Zweifelprojektion rausnehme und zu dem zurückkomme, was ich in Wahrheit bin. Wie der Frieden Gottes oder wie
mir jetzt die Erlösung gegeben wird und mir gezeigt wird, dass ey, es ist, alle sind mit mir jetzt erlöst. Weißt du, und das andere Spiel, so, naja, wie kann ich denn dem das noch klar machen, dass er da gerade irgendwo, irgendwo hängt oder irgendwie da noch was braucht, es gibt einen sehr viel kürzeren Weg. Und, ja. Und auf der Ebene, wo ich versuche, jemandem was klar zu machen, ist es immer krampfig. Es ist immer krampfig und die Ergebnisse sind fragwürdig. Aber mein Geisteswandel, das steht in leuchtender Gegenwart. Ja, und schließt alles ein, schließt nichts aus. Keine, weißt du, so schließt nichts aus, sondern schließt eben alles ein. Also nur, das sei nur mal gesagt, das ist da eigentlich, weil es ein übergeordnetes Denken ist. Es ist ein übergeordnetes Denken, das schließt nichts aus. Mhm. Und deswegen kannst du dir das erlauben, egal welcher Religion du auch angehörst. Es ist wirklich nicht gegen deine Religion, die du gerade noch pflegst oder die noch für dich ein Hilfsmittel ist oder dein Glaube oder sowas. Es ist ein übergeordnetes Geistestraining. Die alles neu zeigen kann. Das deutet sowohl meine Welt neu, meine Beziehung, als auch mein Religionsverständnis. Mm. Und siehe da, es war in allem schon immer enthalten. Es war nur meine Fehlinterpretation, ne? Die alles irgendwie konflikthaft aussehen ließ. Genau. Magst du das hier hören? Ja. Ich habe ein bisschen Angst ums Mikro, aber es ist gut so, ne? Und indem wir die Schulden zahlen, die wir der Wahrheit schulden, Schulden, die lediglich das Loslassen von Selbsttäuschung und von Bildern sind, die wir fälschlich angebetet haben, kehrt die Wahrheit wieder in Ganzheit und in Freude zu uns zurück. Wir lassen uns nicht länger täuschen. Nun ist die Liebe wieder in unserem Bewusstsein zurückgekehrt. Und wir sind wieder in Frieden, denn die Angst ist vergangen und nur die Liebe bleibt. Ich bringe freudig das Opfer der Angst. Und wie opfere ich? Wie opfere ich überhaupt Angst? Ja, ähnlich wie die Frage. Aber es ist einfach nur die Entscheidung wahrscheinlich, ne? Ja. Ich bringe freudig das Opfer der Angst. Und also ich mache manchmal so. Geht das? Ja. Und das ist ja das Coole, dass ich habe gestern Morgen und einen halben Tag irgendwie so wirklich so einen wunderschönen Zweifeltag gehabt. Ich habe alles angezweifelt irgendwie an mir und an der Welt und meiner Lebenssituation. Aber das Tolle war, dass die ganzen Argumente, die ich darin immer finden konnte, die waren sehr viel weniger glaubhaft als vor einiger Zeit noch. Zum Beispiel, okay, erkenne, dass dies Zweifel ist, brauchst den Zweifel nicht anzuwenden. Der Zweifel sagt, das hier braucht ewig, bis du das hier repariert hast und korrigiert hast im Geist. Und so, ich habe genug Erfahrung gemacht, dass es in einem Moment vorbei ist. Mm. Und ich brauche an keiner Ecke irgendwie in die der Angst oder den Zweifel Vorschub zu leisten, weil ich weiß, nee, ich brauche ja nur die Sünde für mich annehmen. Mm. Einfach nur die Sünde für mich annehmen. Und das, was man seit Jahrtausenden kennt und deswegen glaubt, dass es auch Jahrtausende weitergehen wird, bis es gelöst ist, ist es jetzt vorbei. Ich nehme einfach die Sünde für mich selber an. Was anderes kann ich nicht. Freudig bringe ich das Opfer der Angst. Mhm. Ja, und da finde ich meinen Bruder. Dem niemals etwas widerfahren ist und mir auch nicht. Da finde ich dich. Ja, wenn du bis hierhin mitgegangen bist, dann haben wir uns gefunden. Muss ich dir erst die Dauerwerbeschleife anhören für Kurs und für Selbstreflexion. Ja. Ja, und das ist wirklich, man sieht wirklich, ich sehe wirklich, es ist ein Anfang. Ich habe angefangen, dich zu finden. Und ich habe angefangen. Du hast angefangen, wir haben angefangen, er hat angefangen, in der Ausdehnung die Mission zu erfüllen, für die wir hier einen Augenblick sind in Raum und Zeit. Und dafür liebe ich auch schon fast so diese Videogeschichte, ne? Weil da jetzt, wo du das hörst, in der vermeintlichen Zukunft, ne? Von uns aus gesehen, es ist in der Zukunft. Für dich wird es dann die Vergangenheit gewesen sein, wo wir hier zusammensaßen. Ja. Treffen wir uns in diesem gleichen Augenblick,
genau. der Freude, dass wir uns da treffen. Ja. Aber weil, wenn du sie spürst, ja, dann treffen wir uns genau da. Und damit ist die Zeit doch eindeutig aufgehoben, ja. oder? Da ja, ist klar, es doch. Ist es, da haben wir es. Du bist genau jetzt mit uns, auch in Zukunft sind wir mit dir, weil es dieser Moment ist. Wir reden jetzt. Ne? Ja. Wir sind jetzt da. Und ich brauche nicht deinen Namen wissen. Nee. Weil es ist sein Name. Es wird der eine Name sein. Der einzige Name, der stimmt. Der das hört, das wird der Name sein. So. Mhm. Mit dem Kostüm ja. Friedrich oder Anja oder whatever. Ja. Ja. Mit einer hilfreichen Matrix-Belegung. Ja, schauen, das sind wirklich, ich erfahre das, Ute und ihre Familie sind gestern zu uns gekommen und es ist wirklich, wir holen wirklich Erinnerungspakete ab, die wir miteinander haben. Also nicht nur wir beide, sondern auch wir. Ihr, du mit jedem, den du triffst, du holst dich einfach da ab, wo du bisher stehen geblieben bist, weil das Maß an Freude, das wir uns damals nicht zugestanden haben, immer noch im Angebot ist. Und es muss klar werden, dass das empfangen wurde. Ja, als leben die Long-Term Relationships. Ja, genau. Und deswegen, weißt du, so der Kurs ist immer wieder neu, weil der Geist sich weiter öffnet, dein Geist sich weiter ausdehnt und du das hier nochmal genau anders hören kannst. Also deine Beziehungen sind immer wieder neu, weil du immer nochmal neu dich komplett wiederhergestellt, komplett neugeboren erfahren kannst. Ach, thank God. Ja, thank God. Hey. Ist so cool, wie er das hier reinreicht. Ja. Ich bringe freudig das Opfer. Ich bringe freudig das Opfer der Angst. Ja. Danke. Ich gebe freudig das Opfer meiner beengten Rollen, die tatsächlich aus Angst gebaut sind. So. Und damit wünschen wir dir und uns und der Ganzheit der Sohnschaft einen wundervollen Tag. Ja. Danke, dass du dich verbunden hast in Ewigkeit. Und ja, sehen wir uns in diesem Moment. Gott segne dich. Bis gleich. Nein. Ciao. Ja.